Mein Name ist Oliver Niedung, ich bin Senior Channel Executive bei Microsoft. Das heißt, ich betreue unsere 4000 Partner in Europa, die wir haben, die Embedded- und IoT-Produkte nehmen und in ihre Systeme integrieren, um sie dann an die Endkunden wieder weiter zu verkaufen. Ja, wir sind seit 20 Jahren in dem Windows Embedded Markt unterwegs. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung mit den Partnern in diesem Markt. Nur das waren eben Geräte, die waren isoliert in der Regel. Und durch die zunehmende Konnektivität und jetzt eben gerade durch die Analysemöglichkeiten, die man da hat, ergibt sich dann eben ein sehr, sehr schneller Pfad in das Internet der Dinge. Das heißt, alles, was man früher aus dem Embedded-Markt kannte, ist jetzt mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ins Internet der Dinge gewandelt. Ja. Windows 10 IoT ist also unsere jüngste Familie dabei. Wir sind sehr, sehr froh über dieses Produkt. Wir werden 3 Produkte rausgeben für unsere Partner zur Integration in die Geräte. Das ist ein Windows 10 IoT Core für die kleinsten Produkte, die man hat. Das ist ein Windows 10 Mobile Enterprise, IoT Mobile Enterprise für all die Tablet-artigen Geräte oder eben das Flaggschiff. Das ist letztendlich eben das Windows 10 IoT Enterprise. Das ist ein vollwertiges Windows, was man dann eben noch über zusätzliche Funktionalitäten wie Lockdown, das bauen Sie bei Kiosksystemen, wo eben ganz normale Konsumenten eben sich informieren dran, oder dass Sie beispielsweise Systeme so abschotten, dass Sie keinen USB anschließen können. Genau, ganz wichtig ist natürlich, wenn Sie das Gerät selbst erstmal Windows 10 laufen haben, dann soll es ja im Internet der Dinge nicht isoliert für sich arbeiten, sondern Sie brauchen natürlich eine Verbindung zur Cloud oder zu Ihrem lokalen Rechenzentrum. Und in der Cloud gerade, da haben wir entsprechende Lösungen, die gerade die Analysemöglichkeiten im Internet der Dinge erheblich erweitern. Wir haben zum einen Dinge wie Azure Stream Analytics. Azure Stream Analytics ist in der Lage, in Echtzeit Daten, die von sehr, sehr vielen Geräten einkommen, on the fly zu analysieren. Sie können also sofort Anomalien finden. Sie können auch diese Daten anhand von historischen Daten vergleichen und können sofort darauf reagieren. Wir haben weitere Technologien, Azure Machine Learning. Das ist eben in der Lage, dass Sie aus den unterschiedlichsten Datenquellen den Sinn herausbekommen. Das heißt, Sie füttern die Daten, die Sie haben, an das Machine Learning, können Sie eben die Abhängigkeit, welche Parameter bedingen denn letztendlich welche Resultate dabei herausfinden. Wir haben jetzt die Cortana Analytics Suite angekündigt für den Herbst. Das wird ein sehr großer Wurf werden. Der wird eben viele von den bestehenden Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, eben zusammen integrieren. Und damit können Sie eben sehr, sehr viel weitergehen und können eben die Fragen, die Sie haben, beispielsweise formulieren an ein Windows 10 Gerät, was dann diese Frage an die Cortana Analytics weitergibt. Und da können Sie eben entsprechende Kontextfragen stellen. Und das wichtigste Tool mit noch, was ich hier noch erwähnen will, ist Power BI. Power BI haben wir vor wenigen Tagen gelauncht mit dabei. Power BI ist in der Lage, all diese Informationen, die Sie haben, wirklich grafisch sehr gut aufzubereiten und dem Entscheidungsträger in den Zusammenhang darzustellen. Entweder nur als Präsentation der reinen Daten oder wer tiefer reingehen will, kann eben auch mit Power BI dynamisch den Kontext hinter den Daten eben sich anschauen. Insgesamt, wir geben keine eigenen Projektionen heraus von dem, was wir erwarten, aber es gibt viele Studien dabei. Eine der jüngsten ist von McKinsey, die in 2025 von 3,9 bis 11,1 Billionen Dollar ausgeht pro Jahr, was in diesem Bereich eben erwirtschaftet werden wird weltweit. Und was wir wirklich sehen im Moment ist, fast jede Branche ist davon betroffen. Also von der industriellen Automatisierung über die Energietechnik, über Transportsysteme. Das heißt, gerade auch diejenigen, die im Moment noch sich sozusagen in der Zufriedenheitsfalle befinden und denken, es läuft doch alles gut, warum sollte ich etwas ändern? Gerade die würden wir gerne motivieren zu sagen, es ist so ein massiver Umbruch und wir haben es viel gesehen, gerade auch im Onlinehandel, im Transport, in der Buchbranche, in der Musikbranche. Vieles davon wird die etablierten Industrien betreffen.